Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich weiß, morgen ist ein bisschen spät, aber ich habe lange geschlafen heute und hoffe, ihr konntet das auch. An diesem wunderschönen Sonntag muss man allerdings sagen, habe ich jetzt schon einige Sonnenstrahlen verpasst. Verpasse jetzt mit euch hier noch mehr. Wir wollen heute ein bisschen Hand of Fate spielen und ja, ich bin bei der Kampagne letztes Mal stehen geblieben. Letzte Woche meine ich, genau. Und ja, jetzt kommt der nächste, genau. Hier ist er. Der nächste Kampagnenabschnitt, das nächste Abenteuer, der Kaiser. Ja, mal gucken, ob ich das diesmal auch wieder schaffe. Sagen wir gehen einfach mal ins Spiel. Wenn ihr das Spiel kennt, kennt noch irgendwelche Tricks dazu oder so, irgendwas, was man vielleicht machen kann, wie gehen kann, wo man hinkommt, welche Karten besonders sinnvoll sind, auszuwählen für so ein Abenteuer, welche weniger. Ich meine, so gut bin ich halt noch in dem Spiel noch nicht drin. Dann dürft ihr mir das gerne schreiben. Ich bin gespannt auf eure Erfahrung. So. Ab ins Spiel und los geht's, würde ich sagen. Der Kaiser ist fällig, würde ich sagen. Nein, in den Vergnügen. So, und jetzt, das ist nämlich genau der Punkt jetzt, ja, wo ich sagen würde, was wäre gut auszuwählen, ne? Genau, der Schwindler, den habe ich letzte Mal erarbeitet. Und der Wanderer, der Halt, glaube ich, ne? Genau. Magischer Schild, genau, magischer Schild war es, richtig. Und Fernkampfmagier. Und was macht der? Das ist ein Nahkämpfer. Berserkerangriff. Da ist die Frage, ne? Was ist besser? Einer, der zaubert und schützt? Ich glaube, wir nehmen den erstmal wieder. Bleib erstmal wieder bei dem. Beide kann ich ja nicht wählen. Schade. Das wäre doch mal cool gewesen jetzt. So, Begegnungen. Und bei Begegnungen ist eben der Punkt bei mir, wo ich dann quasi mehr oder weniger raus bin, wo ich mir dann überlege, was zum Geier ist da sinnvoll? Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht, deswegen gucke ich jetzt einfach mal grob. Ein paar Sachen weiß ich, aber nicht. Augenscheinstamm. Großes Fragezeichen, ne? Marke. Brennendes Gebäude. Goblin-Fährtensucher. Da, grausame Was? Ketura? Ah ja, das kenne ich noch nicht. Nehme ich mal dazu. Die habe ich irgendwie vorhin bekommen. Die kenne ich schon. So, dann lass uns das doch einfach mal... Ich nehme mal alle neuen rein. Egal, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht. Erfordert was? Olbjörn. Ach so. Da hätte ich einen anderen Begleiter für nehmen müssen, ne? Okay. Das ist schon mal begleiterabhängig. Sollen wir das machen? Warte mal. Lass uns mal den Wanderer nehmen. Und dann schauen wir weiter. So, dann nehme ich den. Dann kann ich den nämlich nehmen, richtig? Jetzt kann ich nicht. Ich weiß nicht, was es bringt. Wir werden sehen. Feind in Not. Unbedingt. Kartenzeichner. Gibt es Problem? Dafür brauche ich wahrscheinlich dann... Clips, richtig. Ansonsten geht es natürlich nicht. Taschendieb. Taschendieb ist super. Nehme ich auf jeden Fall mit. Goldtausch mit Gnomen lassen wir mal weg.
Wachturm nehme ich mit. Arm drücken ist immer super. Kann man Kohle mitmachen. Das Älteste. Ich nehme ich mal mit. Anklage habe ich noch nicht gespielt. Der Junge habe ich noch nicht gespielt. Okay, warte mal. Wachturm ist auch neu. Taschendieb nehme ich da mal raus. Dafür nehme ich dann verlaufender Junge rein. Scharmützel lasse ich mal weg. Ruhm und Verruf. Ja, das können wir ja immer noch reinnehmen. Ne? So, jetzt blabla bleibt es auf jeden Fall erstmal und jetzt kommen wir zu den Gegenständen. Oh Mann. Demütigender Hammer. Ritters Zorn ist auf jeden Fall cool. Die Kardinalklinge können wir mit reinnehmen. Unheil des Winters. Und Erläuterung. Und den nehmen wir auch mit rein. Hand des Toten nämlich. Ach, nee. Doch, Hand des Toten, Berserker Credo, religiöse Gewänder. Hätte gerne. Den Ring. Man muss ja eine Auswahl treffen hier, ne? Ich würde sagen, wir lassen mal Bastion Erläuterung raus. Toten. Ja, ich würde so sagen, den Ring will ich und. In der Nahrung ist cool. So, Rubinring kann ich nicht mehr nehmen, aber zumindest ist das jetzt eine vernünftige Auswahl, denke ich. Hoffe ich. So, und jetzt natürlich hier noch fünfmal Nahrung. Karte nehme ich auch noch mit. Und somit wäre unsere Begegnung vollständig. Karten. Hätte vielleicht mal unten auf Empfohlen klicken sollen, dann hätte ich gewusst, was ich hierfür am besten nehme. Hab ich nicht. Of course, we know how this part of the story ends. The Emperor is merely... Stimme der Schatzstreier. Es klingt über dem Marktplatz. Der Kaiser sucht Mitglieder der Abenteuergilde. Eine wichtige Expedition, die der Sicherheit des Kaiserreichs dient. Ich hoffe, dass ich den einigermaßen übertöne hier, den Sprecher, der mir dazwischen quatscht. So, dann schauen wir mal. Du bemerkst eine Gruppe Reisender, die sich in der Nähe aufhält. Gepackt mit Waffen und Werkzeugen. Das Kaiserreich bietet bereits eine Belohnung für die Teilnahme an der Expedition an. Wenn wir es zurückschaffen, gibt es sogar noch eine größere. Da seht ihr, wie verzweifelt sie sind. Anführer verfügt. Ja, Gott. Goldzähler hinzu, okay. Da sehe ich, was ich habe. 10 Nahrung, 10 Gold. Okay. Und mein Standard-Set an Waffen, was ich immer so habe. Gut, dann springen wir mal rüber. Gucken mal, was es gibt. Kaiserlicher Palast. Bei der Ankunft an der Toren des Kaiserlichen Palasts wird eine kleine Menge Gold ausgezahlt. Soldaten eskortieren dich direkt in die Gemächer des Kaisers. Ja, der ist aber vertrauensselig, oder? Der Kaiser bleibt still und unbewegt, während sein oberster Rat die Expedition bespricht. Griff von 4 Relikten gefunden, bring die Relikte in Sicherheit.
Okay, das ist also die Aufgabe, die hier dran steht. Nur noch wenige Relikte aus dem letzten Zeitalter existieren noch in dieser Welt. Wir hatten eins davon in diesem Raum. Bis zur letzten Nacht. Sie deutet auf ein leeres Podest. Nicht nur müsst ihr das Symbol unserer Macht zurückholen, das uns gestohlen wurde, wir bieten euch auch seine drei Schwesterrelikte zu finden. Okay. Ja, dass du bereits im Aufbruch bist, fragen, wer das Artefakt gestohlen hat, das Podest untersuchen. Ich glaube, machen wir mal. Die Hinweise deuten auf einen gewöhnlichen Verbrecher hin. Er hat einen Schwachpunkt in unserer Wachbesetzung ausgenutzt. Es gibt viele Schätze in diesem Palast. Es ist seltsam, dass nicht mehr gestohlen wurde. So, ein verziertes Kissen ruht auf einer Stahlsäule. Im Staub machst du die Form einer gezackten Klinge aus. Es war ein zeremonielles Schwert, stand für Dekaden unter unserem Schutz. Es ist nicht das Schwert, das wir schützen. Wir beschützen die, die versuchen, es in ihren Besitz zu bringen. Die Klinge ist verflucht. Ihr Gift schadet dem Träger der Waffe und dem Feind gleichermaßen. Ja, schon mal böse, oder? Schauen wir mal. So, nur noch wenige Relikte aus dem letzten Zeitalter. Achso, erklär sich bereit. Einmal bereit erklären, dass ich bereit bin. So. Haltet ein. Es braucht erfahrene und gefährliche Diebe, um das Artefakt zu entwenden. Wir müssen sicherstellen, dass ihr da draußen sicher seid. Stattet unserem Ausbildungsoffizier auf eurem Weg nach draußen einen Besuch ab. Gegen den Offizier kämpfen bestimmt. 100 Pro. Ja, war klar. Du wirst vom Hauptmann Estrea Fiore begrüßt. Diebe sind Feiglinge und durch. Sie werden euren schwersten Angriff ausweichen, genauso wie sie ihren Bürgerpflichten ausweichen. Eine flinke Klinge ist die beste Wahl, um sie zu besiegen. Und da habe ich ja das Richtige gewählt, wa? Lobigen Hammer. Hier, probiert es aus. Der Kampf mit zwei Waffen ist effektiv gegen schnelle Gegner wie Diebe, aber schwach gegen gepanzerte Einheiten wie das Kaiserreich. Mit zwei Waffen nur. Klingen des Halsabschneiders. Okay. Ich jetzt doppelt, alter Schwede. Still, you find yourself hunting relics. Do you not wonder richtig viele Karten? What they may do. Eine Quest bringt dich weit weg von der Stadt. In die weite Wildnis erstreckt sich vor dir. Jetzt wird es lustig. In eine Menü. Geh nach da oben. Denn hier. Ein Ausblick des Friedens. Die Wildnis ist einladend, ihre Gaben reichhaltig. In einem Flussbett findest du einige Münzen. Das ist nett. Denk des Ältesten. Plünderer haben das Dorf zerstört, erklärte es der Älteste mit gedämpfter Stimme. Wir haben hiernach gesucht. Er zieht Folgendes aus seinem Mantel und gibt dir Waffe. Et? Hab ich denn? Echt, das ist cool. So. Boom, das ist schön. Moment. Inventar. Klingen des Halsabschneiders habe ich jetzt erstmal. Da muss man erstmal wieder Ruhm für. Ach so, siehst du? Wir lassen das mal so. Er weiß, wofür es gut ist. Immerhin hat er ja gesagt, dass das sinnvoll wäre. Du
Die heimtückische Wildnis. Die Wildnis kann manchmal heimtückisch und gefährlich sein. Frieden herrscht nicht überall in der Wildnis. Du pflückst ein paar saftige Waldbeeren von einem dornbesetzten Dickicht. Die Erkenntnis, dass sie giftig sind, kommt viel zu spät. Oh je. Verliere Gesundheit. Ärgerlich. Wachtur. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, diese Lande besser kennenzulernen. Ja, wir schauen mal. Du näherst dich einem Wachturm des Kaiserreichs in einem Gebiet, das für Reisende verboten ist. Der Turm befindet sich an der Grenze des Kaiserreichs, weit entfernt von der Hauptstadt. Jetzt. Halt, befiehlt einer. Als du dich dem Turm näherst. Niemand darf von den Landen der Nordlinge ins Kaiserreich einreisen. Eltern versuchen am Turm vorbeizuschleichen, einen Umweg machen. Nicht immer das Beste. Aber wenn ich dahin gehe, dann muss ich kämpfen. Geh mal auf den Umweg. Du brauchst ein paar Tage, einen anderen Weg zu finden, der dich den aufmerksamen Augen des Turms entzieht. Du verbrauchst 3 Nahrung. Okay. Kann ich noch mit leben? Do what you can to find more food. You strike me as the type. Der will zu mir, glaube ich. Weiter vorne hörst du Schreie. Während du die gepflasterte Straße entlang gehst, siehst du flackernde Lichter auf dem Weg vor dir. Als du dich näherst, siehst du ein Gebäude, aus dessen oberen Fenster Flammen und Rauchschwaden kommen. Draußen hat sich eine Menschenmenge gebildet, die Eimer mit Wasser herumreicht, um den Brand zu bekämpfen. Als du dich durch die Menge drängst, siehst du eine Frau, die Dorfbewohner panisch anfleht. Bitte helft mir, meine Familie ist da drin. Irgendjemand, Hilfe! Dich allein dem Feuer stellen? Kobern versuchen lassen, die Leute aus dem Feuer zu retten. Also eins von beiden wird es auf jeden Fall werden. Ich glaube, ich versuche das mal. The wheel is one of my favorite innovations. It combines many different elements of our game into one. Durch den Schleier aus Rauch siehst du die jüngste Tochter der Frau, die unter einem Bett weint. Du überredest sie herauszukommen, sammelst sie auf und trägst sie aus den Flammen. Ein Dorfbewohner eilte zur Hilfe. Danke, ich mache ab hier weiter. Aber seid gewarnt, das Gebäude ist nicht sicher. Es wird bald einstürzen. Okay. Umarmte Kind, dreht sich noch einmal zu dir. Mein Mann, habt ihr meinen Mann gesehen? Er ist noch dort drin. Bitte helft ihm. Versucht das nochmal. Ruhm kann man immer gebrauchen. Nein. So früh gedrückt. Move faster next time. Ich kehre aber nochmal zurück. Das schaffe ich nochmal. Gut abgepasst. Das reicht aber auch. Das reicht. Jetzt lehne ich mal ab. You have proven yourself worthy. Erforderlicher Ruhm 20. Siehst du, jetzt kann ich es auch tragen. Das mache ich jetzt einfach mal spaßeshalber. Mich den stellen. One more relic is within your grasp.
Bewegung der umherstreifenden Diebe haben sie direkt vor deine Füße geführt. Erwischt sie dabei, wie sie das Relikt eilig auf einen Pferdewagen packen. Haltet ihn auf, während ich die Pferde bereit mache, okay? Jetzt bin ich gespannt. Die Spannung steigt. Coburn, er hat seine Familie verloren und sein Stamm hat ihm den Rücken zugekehrt. Coburn ist auf der Suche nach Sinn gen Süden. Was? Auf der Suche nach Sinn gen Süden gereist. Achso, Coburn stürmt bei Aktivierung auf den Gegner zu und betäubt ihn. Rechte Gegner können niedergeschlagen werden. Bleibt in der Nähe, um seine Fähigkeit schneller aufzuladen, okay? I wish you an honorable death. Ja, voran. Oha. Da, F, Todesstoß. Zu weit weg. Irgendwie bin ich heute noch nicht ganz arm. Wie kann das sein? Sicher werden das Hufgeklapper, mach dich auf eine Kutsche aufmerksam, die am Horizont verschwindet. Jetzt kannst du sie nicht mehr einholen. Ah, ich war zu langsam, oder wie, oder was? Starvation has been the end of many adventurers. Keine Nahrung? Oha. Ausweichen vergessen. Ich bin tot. Ja. Perhaps different arms would find you faring better or more skills. Der hat aber recht. Ja, gut. Okay, wir fangen noch mal an. Also der Kaiser. Mal gucken, was es hier gibt. You may take their recommendations if you wish. Als Begleiter habe ich nämlich jetzt den Schwindler bekommen. For now. Gegnung. Ja. Ja. Okay. Verstehe, verstehe. Und natürlich Vorräte. Gut, dann schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Ich glaube, diesen, den muss ich ausweichen.
Zumindest eine gewisse Zeit lang. This is the ultimate role of a leader, to be an exemplar for the world. As your heart goes, the body follows. So, den kaiserlichen Palast kennen wir auch. Da brauchen wir nichts weiter machen. Und hier kriegen wir wieder die Doppelwaffe. Ne? Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal in eine andere Richtung. Ich gehe mal in die Richtung weiter. Oder? Na komm. Hier Weg. Oh. Karten liegen anders. Jetzt kann ich mir aussuchen, wohin. Wollte ich denn hin? Genau hier. So, da sehe ich nur wohin. Der Frau in Not helfen. Würfelziel. Okay, das mache ich doch mal. Genau zwei Möglichkeiten. Entweder erreiche die erforderliche Punktzahl. Oder sie greift mich an. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie die wirken, diese Dinge. Ah. Und deshalb Halsabschneiders. Zwei edle Klingen für Edelmänner. Gut geschärft, gepflegt und glücklich. Okay. Kurz was umstellen hier. So. Weiter. Doch ihn oder wie oder was? Muss echt mehr ausweichen und ich noch nicht so raus gerade. Ich habe unheimlich viel Leben verloren bei der ganzen Nummer. Nicht gut, nicht gut. Okay, 9 von 9 Punkten habe ich erreicht, das ist die Hauptsache. Nahrung in ihrem Besitz. Und das ist sehr gut. Nahrung kann ich immer gebrauchen, bevor ich hier wieder verhungere. Und 5-mal Nahrung dazu. Egal. So, jetzt ist die Frage, was kriege ich?
Eine Nahrung weg. Ich glaube, ich gehe erstmal beiseite. Even peace I'd steal within. Die Wildnis ist die Heimat vieler Rebellen, Krimineller und Bestien. Okay. Schon wieder kämpfen. Verdammt. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich hoffe nicht. Ich muss jetzt gucken, dass ich ausweiche. Irgendwie komme ich mit dem Begleiter nicht klar. So ganz macht es. Der andere war besser mit dem Schild. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann nehme ich den. Komme ich irgendwie besser mit klar. Und ich bin tot. Ah, verdammt. Fallen once more. Fortunately, this is but the lesser game and we can try again. Oha. Und das ist schon der leichte Modus, ne? Oder ist er wieder aus? Lass doch mal schauen. Allgemein, da war das, ne? Da, nee, das ist aus, deswegen. Okay, das erklärt's dann. Weil in dem anderen Modus bin ich irgendwie nicht klargekommen. Gut. Also nochmal der Kaiser. Diesmal wähle ich auch einen anderen Begleiter. Und ich muss mir eine neue Karte entnehmen. Okay. Weiter. Die anderen Sachen sind gleich geblieben. Okay. Und starten. Okay. Ich wusste nicht, dass der ausgeht. Ich dachte, der wäre immer noch an. Aber schon am Anfang gemerkt, dass das schon ziemlich heftig werden kann. Teilweise. Und da ich ja noch in der Leere bin, was das Spiel betrifft, hat das schon Sinn. Okay, der Kartengeber verfügt über Landkarte. Weiter. Passt, da waren wir auch schon. Weiter hier wieder zum Übungsplatz. Haben wir auch. Wegen des Salzabschneiders bekommen. Und weiter geht's. Oh, in Not helfen. Ja, das machen wir. Scheint immer gleich zu sein, irgendwie gerade. 11 Punkte. Hätte so viel passieren können, ne? Okay. Wieder kämpfen. So, aber jetzt ist besser.
Ja, wenn die weniger Schaden machen und das eine oder andere von alleine ausgelöst wird, dann wird das für mich einfacher. Sagen wir mal so, es wird für mich möglich, dieses Abenteuer zu bestehen. Okay. Okay. So, gibt wieder Nahrung, ja? Boom. Und natürlich wieder Nahrung. 5. Sehr schön. Diesmal gehe ich nicht dahin, diesmal gehe ich hier hin. Die weite Wildnis. Nach einer Erkundungsrunde fühlst du dich erfrischt und gestärkt. Cool. Die Wildnis ist einladend, ihre Gaben reichhaltig. In einem Flussbett findest du einige Münzen. Los! Ich weiß nicht, was das hier ist. Ah, die gefährliche Klippe. Okay. Bleibst unversehrt, aber dasselbe. So, verliere ein paar Vorräte. Nicht so fein. Goblin-Fährtensucher. Die Tunnel aus Goblinstadt heraus bieten einen einfachen Weg, Zugang zur Oberfläche, sofern man sich nicht verläuft. Leider hast du keine Ahnung, wo du bist. Blickst du um die Ecke, triffst auf einen einzelnen Goblin-Bogenschützen. Sein Gesicht ist mit grellen Farben bemalt. Er lauert ängstlich hinter einem Felsbrocken und schielt auf den Pfad vor ihm. Mensch, zischt er. Oder Wiesel. Ich kann sie nie unterscheiden. Mensch oder Wiesel? Mann. Ja. Der Rotklauenstamm wurde damit beauftragt, die Straßen zu sichern, aber ein Monster mit großen, ekligen Kristallwarzen. Hey, was sind denn Kristallwarzen? Bewacht den Pfad davon. Der Weg voraus ist versperrt. Nach dem Rotklauenstamm frage nochmal. Robin verschränkt die Arme. Unser Stamm ist ein großer und berühmter Clan von Kriegern. Helden und Gänsezähmern. Wir bewachen diese Goblinstraße schon immer. Nur nicht an Dienstagen, wegen des Zwei-Suppendienstags ins Museums Suppenemporium. Okay. Dann biete ich mich mal an, den Pfad zu räumen. Das dürft ihr nicht, sagt der kleine Goblin Kopfschüttelnd. Es würde unseren Stamm beschämen, wenn ein Außenseiter unsere Pflicht für uns erfüllen würde. Nur der Rotklauenstamm darf die Goblinstraße bewachen. Es sei denn, ja, das dürfte gehen. Kniet nieder, Mensch. Du kniest vor ihm nieder, erwischt sich die grelle Gesichtsfarbe vom Gesicht und schmiert sie dir mit beiden Händen aufs Antlitz. Erhebt euch, werte Rotklaue. Erhebt euch und haut ihm den Schädel ein. Ne, ist klar. Hohoho. Okay, jetzt darf ich doch für ihn kämpfen. Todesstoß. Los. So, geschafft. Wie krass ist das? Jetzt, wo der Weg von der Fäule befreit ist, rennt der Goblin auf dich zu. Ihr habt's geschafft. Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte. Nicht, dass ich 50 Gold drauf gewettet hätte, dass diese Kreatur euch gerne sehen lässt. Er mustert die Gänge, die aus der Kammer herausführen. Die Straßen sind jetzt wieder sicher. Wenn ihr wollt,
kann ich euch zurück an die Oberfläche führen. Das machen wir. Der Goblin kratzt sich am Kopf. Es gibt wohl immer noch einen südlichen Ausgang. Wir können allerdings mitten in einem Misthaufen landen. Ich reise mit dem Goblin. Mal gucken, wo es hingeht. Ach, guck mal. Auch nicht schlecht. Folgst dem kleinen Pferd und suche eine Weide lang. Ihr erreicht schließlich einen Baumstamm. Lebt wohl, werte Rotklaue. Vergesst nicht, euch am Zwei-Suppen-Dienstag zu uns zu gesellen, sagt der Goblin, während er in den Tunnel verschwindet. Alles klar. Cool. Und wieder eine Münze. Die Bewegung der umherstreifenden Diebe. Ah, okay. Haben sie direkt vor deine Füße geführt. Du erwischt sie dabei, okay. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich mich jetzt schlage. Im Lehrlingsmodus und mit einem Zauberer als. Ja. So. Wir sind weg. Eins von vier Relikten gefunden. Cool. Nachdem du im Lager der Diebe aufgeräumt hast, wird dir schnell klar, wo sich das Relikt befindet. Thorins Rüstung. Sehr cool. These are the choices that make the hero. Okay, der Stadtausrufer hat verkündet, dass es Kaiserreich Söldner sucht, die den Kampf gegen die Verderbnis unterstützen. Du suchst den Wachturm auf, wo die Rekrutierung stattfindet. Du kommst noch rechtzeitig an, um Sir, Malifens Plan anzuhören, das Armenviertel auszulöschen. Verderbnis ist dort ausgebrochen und es wäre ein zu großes Risiko, auch nur einen von ihnen zu verschonen. Söldner in das Viertel, wo die Armen und Kranken vom Rest der Stadt abgeschottet leben. Über die Klagerufe der Verderbten erteilt Sir Malifaul den Befehl zum Angriff. Du stellst fest, dass du von Verderbten umzingelt bist. Du ziehst deine Waffe und machst dich kampfbereit. Kommt auch wirklich eins zum anderen hier, ne? Das ist ja wirklich. Frank, du kommst ja gar nicht dazu, dich mal irgendwie zu erholen oder so. So, den haben wir auch geschafft noch. Wie viel Schaden ich jetzt genommen habe, weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Oh, scheinend zusätzlich. Das geht. Zwei Ruhm erhalten. Und 10 Gold. Und nochmal 5. Okay. Ich hätte aber lieber ein bisschen Nahrung.
Nochmal die heimtückische Wildnis. Als du eine gefährliche Klippe passierst, stolperst du und verlierst den Halt. Och nö. Ja. Ist aber ganz übel. Irgendwann bin ich, wie sagt man? Oh, habe ich ein Glück, diesmal Wildbären gefunden. So, haha, toll. Waren vergiftet. The Empire has busily purged so many of the fantastic creatures from these lands, and yet they leave the gnomes. Das gibt wieder Haue. Die Gnomen mögen mich doch nicht. Gnome verlangsamen, ausweichen, vermeiden oder winden zum Befreien. Gnome können nur mit einem Todeshieb abgehalten werden, okay. So. Ah. Die geschlagenen Würmer rappeln sich vom Schlachtfeld auf und bewegen sich vorsichtig auf dich zu. Na gut, die Strafe für dieses Vergehen ist nicht länger der Tod. Wir möchten verhandeln. Suchen Waffen, um sich zu verteidigen. Da war doch was. Irgendwas muss von meiner Ausrüstung, muss ich denen geben, ne? Ja, ich brauche was zu essen. Nee. Andere Sachen, die ich dem geben kann? Wir machen das einfach mal. Jungs, ich brauche Nahrung. Essen. Was habe ich denn davon? Was habe ich von Gold? Gold kann man nicht essen, oder? Kann man Gold essen. So. Ich habe aber auch nichts, wo ich jetzt irgendwie Nahrung herbekommen kann, außer aus der Wildnis, oder? Oha. Oh je. Der ist weg, der ist weg. Esse, ist nicht gut. Ist nicht gut, ist nicht gut. Okay, jetzt habe ich schartige Doppelklingen in der Hand, aber das ist auch okay. Plünderst du, was du kannst? Ich plündere, das ist gut. Was plündere ich denn?
Heimtückische Wildnis, grausame Kreatur. Karten aufgedeckt. Oh, Nahrung. Oh, was ein Glück. Ich gehe erstmal hier hin. Nicht schon wieder. Ein Ausrüstungsteil verlieren. Bin verloren. Keine Ahnung, was ich verloren habe. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Die Diebe sind weg. Richtung? Man-eating plants. Oh. Als du hoch oben auf dem Berg durch den Nebel irrst, fällt dir eine teuflisch wirkende Pflanze auf. Ihr klaffendes Maul scheint durchaus in der Lage zu sein, dich in Stücke zu reißen, doch ungewöhnliche Früchte an ihrem Fuß wecken kein Interesse. Kennen wir doch schon, ne? Möglicherweise könntest du das Maul dieser Bestie ablenken, indem du etwas wirfst und dann versuchst, die Frucht zu stehlen. Da du nichts Passendes bei dir trägst, suchst du die Umgebung nach einem Stein oder Zweig ab. Endlich wirst du fündig, doch im Nebel hast du die Orientierung verloren und findest die Pflanze nicht wieder. Wenn ich dahin gehe, bin ich dann tot? I have little sense of trust for wandering merchants. Ein verschlagener Händler. Found with those who are unwilling to wait around for their customers to test their wares. Das Relikt kaufen, verliere 40 Gold, ja, warum denn nicht? Preis aushandeln. Falschen Würfelziel 5. Ein Würfel bestimmt nur, oder? Drei Würfel. Das ist easy. Komm. Würfelziel 12. Nur drei Würfel. Na, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Das Risiko. Gehe ich aber nicht normal ein. So, 14 Gold ist in Ordnung. Palm von Erstschlagverbesserung. Erste Gegner, der dich im Kampf angreift, verursacht für den Rest vom Kampf. Moment. Dreistigkeit des Feiglings. Fluch. Okay, das ist die Waffe. Das ist die verfluchte Waffe. Na super. Also ab jetzt 25% mehr Schaden beim ersten Gegner, der mich trifft. Heißt aber auch, den ersten Gegner gut auswählen. So, verschlagener Händler, da bin ich. Ne? Boah, schon wieder 0 Punkte. Wieder die. Was soll ich denn jetzt noch an Nahrung verlieren? Your supplies are exhausted. Unless you find some food, you will surely perish. Wirst du mit Sicherheit sterben? Ja, das sehe ich auch so. Aber wo kriege ich die her? Ich könnte mal zu diesem Haus gehen. Und freien Weg. Ich weiß zwar noch nicht, was das bringt. Das Dorf Durnich ist unscheinbar. Einzig ein winziger, fast vergessener Schrein zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Moment mal.
So. Viel besser. So. Das Dorf Dunnich ist unscheinbar. Einzig ein winziger, vergessener Schrein sieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Hier findest du ein weiteres Relikt, das auf einem staubigen Altar ruht. Eine alte Frau begrüßt dich. Erklären, dass du dieser Held bist. Was? Sehe ich interessiert euch für unser Relikt. Die Legenden berichten von einer Zeit, in der ein mächtiger Held kommt und es beanspruchen wird. Bis dahin bleibt es hier in unserer Obhut. Ich bin der Held. Die Frau betrachtet dich einen Moment lang und fällt dann auf die Knie, die Hände zum Gebet erhoben. Ihr seid es, wie vorher gesagt, unser Retter. Einfach. Gegen wird ein Fluch erhalten, okay? Was denn für ein? Dein Begleiter erhält 50% mehr Schaden, wenn er im Kampf getroffen wird. Sind aber böse, die Relikte, oder? Alter Schwede. Bevor mal der Club zum Ende kommen kann, fangen die Relikte an zu vibrieren und summen. Dann beginnen sie in einem unheimlichen, unnatürlichen Licht zu glühen. Magierturm. Merkst du ein ähnliches Glühen wie das, was das wie als Antwort von einem Turm in der Ferne ausgeht? Glaubt ihr, das soll etwas sagen? Malaklips grinst, machen wir uns auf den Weg. Geh zum Magierturm, finde das letzte Relikt. Ich glaube, ich sollte das wirklich machen. Also es ist ja so, dass man hier nicht sammeln kann für die nächsten Runden oder so. Deswegen ist es Unsinn, wirklich alle Karten hier aufzudecken. Wir gucken einfach mal und hoffen, dass wir einigermaßen unbeschadet aus der ganzen Sache rauskommen hier. Die Relikte führen dich zu einem geheimnisvollen Turm. Du wirst ihn erklimmen müssen, wenn du die Magier an seiner Spitze erreichen willst. Über dir baut sich ein unheilverheißender Sturm zusammen. Der Schwindler. Okay, was kommt? Tätige. Ich mach weiter. Als du die Stufen des Turms emporsteigst, hörst du eine Stimme von oben rum. Wisst ihr überhaupt, warum ihr hier seid? Wie viel haben sie euch erzählt, als sie euch in die Wildnis schickten, als sie euch herschickten, wie ein Hund, der einem Knochen nachjagt? Und setzt den Aufstieg fort. Du erreichst endlich die Spitze des Turms. Ihr wurdet geschickt, um die Wünsche des wahren Feindes zu erfüllen. Die Relikte können ihn besiegen, aber hier seid ihr entschlossen, sie ihm zurückzubringen. Was? Wie ich sehe, bringt ihr die Relikte. Sagt die Magierin und grinst. Bei einem Dieb kann man sich niemals sicher sein, ob er seine Aufgabe erfüllt. Aber darauf, dass das Kaiserreich seine Hunde losschickt, ist immer Verlass. Sie hält dir das fehlende Relikt hin und fragt spöttisch, ich nehme an, ihr möchtet das hier? Okay. Nehmt es, sagt sie ruhig, aber seid gewarnt. Sein Fluch wird eure Stärke mindern und euren Kampfeswillen schwächen. Und der Kampf ist unvermeidbar, fürchte ich. Oder fährt sie fort? Lasst es mir, aber selbst wenn ihr mir überlegen seid, werdet ihr es dann niemals mehr erlangen können. Okay, ich nehme das mal. Bleibt mir anders übrig.
Im nächsten Kampf verursachen Gegner 40% Schaden. Schließt sich eine Diebesbande der Auseinandersetzung an. Oh je, oh je. Ja, das kann ja heiter werden. Muss ich auch, ansonsten bin ich sehr tot. Noch 16 Leben. Aber geschafft. Relikt in Sicherheit. Ja, wo muss ich denn da hin? Wieder zurück? Hauptmann Estrea trifft dich an den Stadttoren. Ich werde euch direkt zur Ratsleiterin bringen. Sie brennt darauf, zu untersuchen, was ihr zurückgebracht habt. Auf dem Weg zum Palast erzählst du, dass du alle Relikte sicher zurückgebracht hast. Mag einer der seltenen Tage sein, an dem der Rat vielleicht lächelt. Während Estrea dies sagt, kannst du sehen, wie sie versucht, die Worte einzufangen, bevor sie ihren Mund verlassen. Bitte um Entschuldigung. Dies ist für wahr ein weiterer glorreicher Tag für das Kaiserreich. Die Ratsleitin betrachtet die Relikte, die du zurückgebracht hast. Ihr habt euch gut geschlagen. Wir werden die Relikte sicher aufbewahren, damit sie nicht in unkundigere Hände fallen. Every part of this tale is a part of your history, a part of the reasons that bring you here. Akt im Kaiserreich. Rastwaffenkammer, Erkundung der Wildnis. Ein sich windender Pfad, tödlicher Wald, okay. Juwel der Spielers, heiliges Diadem, Schlagstöcke und Söldnergewand. Ah, und die Banditen klingen. Sehr geil. Weil du jedes Relikt unbeschadet zurückgebracht hast, gibt es die vorzügliche Klinge und ein Mann von Welt. Oh. Ich weiß zwar nicht, was sie können, aber wir werden sehen. Mehr davon. So, weil du auf den Goblinstraßen richtig aufgeräumt hast, ist ein neues Aussehen verfügbar. Bunte Gesichter. Wie geil ist das denn? Cool. Was gibt's noch? Für die Unterstützung der Gnomen in ihrem Kampf gegen die Goblins. Gnomenjagd. Da kommt noch mehr. Das Dornenvolk hat in endlose Abenteuer Fuß gefasst. Die wilde Jagd. Och. So, endlose Abenteuer ist jetzt auf der Herausforderungslandkarte verfügbar. Cool. Goblins begehen jetzt Missetaten in endlose Abenteurer. Okay. Erste Runde Goblins. Was jetzt?
Schattenbestien lauern jetzt in endlose Abenteurer im Land. Schattenspiele. Goblinfallen, betrunkener Held, Blut für die Bestie. Sehr nett. Ja, den Kaiser abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Dann mache ich jetzt an dieser Stelle eine kurze Kaffeepause. Das heißt, Kaffee holen und dann morgen machen wir den Hierophant, was auch immer das ist. Und ja, ich sage einfach mal, bis gleich.